Schaut ihn euch an, den DAX. Er ist wieder dabei. Hat die 12.000-Marke, die 12.000er-Marke gerissen. Sehr, sehr schön. Und ein wunderschönes Chartmuster hingelegt. Und genau das ist das, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Denn, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist ein bisschen gefährlich, was wir dort sehen. Wir sind nämlich nach dem ersten Schub in der letzten Woche nach oben, danach die Korrektur, ja jetzt jüngst einen neuen Schub nach oben gegangen. Und der sieht eben fünffällig aus. Das sieht man ganz einfach an den zwei Unterbrechungen in der Aufwärtsrichtung. Und wir haben das Ziel, ich hatte es letzte Woche angesprochen, von ca. 12.000 gesehen und ein bisschen überschritten, aber alles noch im Lot, alles nicht wirklich auffällig, sondern eigentlich nach perfektem Maß, wie man sich das eigentlich vorstellen sollte. Deshalb die Frage, wie weit geht es jetzt dann noch weiter? Und da sehe ich höchsten Chancen in Amerika, denn dort haben wir noch eine gewisse Restchance. Nicht so sehr beim S&P, aber vielleicht beim Dow Jones jetzt auf dem Weg nach oben, denn der hat zwar auch eine Korrektur gesehen, die jetzt ein wenig wieder gut gemacht wurde. Der Kurs ist nach oben gekommen, aber die Frage ist, wie weitreichend das Ganze denn noch geht. Und da muss ich gestehen, bin ich ein wenig vorsichtig. Deshalb, als Händler gibt es dafür mich eine Handelsanweisung und die lautet in etwa so, wenn der Markt jetzt aktuell korrektiv nach unten kommt, kann man eben nochmal einsteigen, kann man nochmal sich in die Position reinbringen. Dann geht da vielleicht noch mehr. Beim DAX allerdings mustermäßig würde ich davon ausgehen, sind wir so langsam zu Ende. Deshalb würde ich den Fokus im Moment auf dem amerikanischen Markt eher bevorzugen und beim deutschen Markt eher sagen, vorsichtig, Gewinne notfalls auch mal mitnehmen. Der Euro gegen den US-Dollar, der hat eine heftige Bewegung nach unten gemacht. Das ist einerseits schon mal mega klasse, weil es eine tolle, auffällige Bewegung ist. Und ist jetzt, wer sich den kurzfristigen Chart anguckt, tapfer und schnell nach oben gekommen. Und hat dementsprechend eine gute Chance, jetzt mit einer Korrektur aufzuwarten, damit eine Bärenflagge, nein, falsch, eine Bullenflagge zu zeigen und dann eben vielleicht den nächsten Schub nach oben zu bringen. Und wenn Sie sich jetzt wundern über die Hintergrundgeräusche, es sieht zwar idyllisch aus, wo ich jetzt hier bin, ich kann mich noch mal ein klein wenig bewegen, in der Hoffnung, dass man es ein wenig sehen kann. Das sieht alles wunderschön und einfach aus, aber ich bin eigentlich mitten in Tokio im Hintergrund. Hinter mir fahren die Züge, und zwar die ganz großen Shinkansen, die Schnellzüge, die Bullet Trains sozusagen. Und hier hinter mir ist quasi die eine Seite vom Bahnhof, nämlich die andere Seite hatte ich letzte Woche gezeigt. Ich bin jetzt heute wieder hier und deshalb auf dieser Seite der Station. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute erstmal alles Gute. Vielleicht noch einen Nachsatz. Wer irgendwas mit dem kanadischen Dollar vorhat, sollte gegen 16 Uhr aufpassen, denn dann gibt es nochmal Zahlen, glaube ich, von der Bank of Japan. Da vielleicht mal ein Auge drauf werfen, nicht, dass dann vielleicht da eine Bewegung nochmal aufkommt und man völlig überrascht ist. Auf der anderen Seite vielleicht im Nachgang drauf gucken und überlegen, ob man da vielleicht sogar noch ein Trade machen kann. Alles also grün im Augenblick, nicht nur im Hintergrund, sondern auch an den Märkten. Die nächsten korrektiven Rücksetzer kann man bestimmt nochmal mitnehmen. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute, bis zum nächsten Mal.